Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, wir spielen Renowned Explorers, versuchen uns an einer Community Challenge und da haben wir das letzte Mal die zweite Expedition abgeschlossen. Und ja, schauen wir mal weiter. Wo wollen wir hin? In die Anden will ich nicht nochmal mit euch, obwohl es eventuell passieren kann, denn es sind genau die Challenges, die wir brauchen. Survivalist brauchen wir, Engineer brauchen wir, Rogue haben wir, also vielleicht machen wir es doch nochmal, weiß ich noch nicht. Highland ist nicht so unsers. Mali gibt uns viel Gold und Friendly sind wir auch nicht. Memphis. Survivalist haben wir. Rogue haben wir. Athlete haben wir ein bisschen. Finden wir auch eine Menge Gold. Ungarn. Status. Haben wir aber die entsprechenden Sachen nicht für. Status könnte ich dringend mal richtig viel gebrauchen, bin ich ehrlich. Aber wir gehen mal in die Wüste. Das ist, glaube ich, auch eine gute Mission für Kiwi. Oder für eine Kiwi-Crew, wenn man so möchte. Du, 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 du. Ja. Ah, die ägyptische Wüste. Philipp beschwert sich bereits darüber, durstig zu sein. Kiwi seufzt und überprüft die Karte. Wir wollen den Tempel des Krieges finden. Mit ein bisschen Glück treffen wir auf eine britische Expedition. Der Anführer der Karawane kommt uns mit sehr viel Enthusiasmus entgegen. Ah, eine weitere Gruppe. Schöne Explorer. Seid vorsichtig in der Wüste. Nicht auszutrocknen in der Wüste. Besucht eine Oase, um eure Supplies aufzufüllen. Ja. Diese Dinger sollten wir tatsächlich nach Möglichkeit alle mitnehmen. Und wir können das Adventure damit anfangen. Wir gehen gleich hier zu dieser Challenge. Erfahrungspunkt und gleich auch ein Level-Up. Sehr schön. Was für eine seltenes Event. Britische Heinis ohne ihren Anführer. Sie entdecken uns und eine fängt an zu reden. Einer oder eine. Wir können unseren Boss nicht finden, aber wir sind uns sicher, dass er will, dass ihr weggeht. Normalerweise würde er uns erzählen, wie wir uns mit dieser Konfrontation verhalten sollen, aber da er nicht hier ist, werden wir euch aggressiv gegenübertreten. Ja, wir starten in beiden Fällen einen Encounter, aber wir nehmen die taktische Vorbereitung von Kiwi, die sie jetzt neuerdings ein bisschen drauf hat. Hätte ich eher Molly gegeben als Kiwi, aber passt schon. Und jetzt sehen wir schon, Aggressive gibt uns einen Supply. Das sollten wir auf jeden Fall versuchen, am Ende hinzukriegen. Wir starten allerdings trotzdem so. Denn erstens ist es eine sehr schöne AOE-Attacke, zweitens führt es zu einer sehr guten Kampfstimmung und drittens gibt es Kiwi einen Buff. 44, Alter, der Philipp hat's voll drauf mit dem Engineer-Perk. Du debuffst die Tante hier. Wir müssen aufpassen, dass wir den Aggressive am Ende hinkriegen, aber dass wir nicht jetzt in der ersten Runde die Kampfstimmung falsch beeinflussen. Also ich will nicht, dass die Kampfstimmung zweimal von Provocative weggeht, dass wir hier... Na toll. Das war ein bisschen dumm. Dass sie uns jetzt friendly approachen, konnte ich natürlich nicht riechen. Aber gut, wenn ihr Bock auf friendly habt, dann seid ihr mal ruhig friendly, dann hauen wir euch jetzt auf den Schnutz. Und dann werdet ihr gleich sehen, was ihr davon habt. Dann sind wir nämlich so ausgerüstet. So. Und jetzt gibt's Open Nase. Philipp hat mit diesem Engineer-Perk mega viel Attack-Damage. Ich habe noch nie, glaube ich, so eine gemischte Aggressive-Speech-Crew draus gemacht, aber Gott, ich meine... Ne? Ja, die Goons, Idioten, kleinen Bediensteten, wie auch immer, ohne ihren Anführer, ist wie ein Fisch ohne seine Flossen. Und sie hauen dann halt relativ schnell ab. So, Philipp levelt, sehr nice. Der levelt natürlich Engineering, weil es ihn noch stärker macht. Es gibt mir sogar nochmal mega viel Attack-Power. Und kriegt sowieso Attack daraus. Das ist doch eigentlich ganz nice. Oh, der kriegt doch auch nice. So nice. Ich kann einfach immer nur wieder das Wort nice nochmal in den Mund nehmen. So, eine Gruppe von Ägyptern läuft uns über den Weg. Einer scheint eine Art Journalist zu sein, der eine Story in der Sonne sucht. Joa. Okay,
Kiwi versucht mal, ohne den, ich will auch nicht das Dingens einsetzen, das können wir hier für genug andere Dinge gebrauchen in der Mission. Deswegen versuchen wir unser Glück einfach so. Schade, klappt nicht. Tja, und es passiert nichts Schlimmes. Er schreibt, Kiwis Entdecker sind ahnungslose Touristen. Naja, dann. Aber es gibt Kiwi ein bisschen Erfahrungspunkte und das passt schon. Wir können wahrscheinlich sogar den kleinen Umweg hier rüber machen. Oh, shit. Das hat uns extra Supplies gekostet, dahin zu gehen. Aber normalerweise kann man hier relativ viele Supplies auffüllen und ich wollte nicht eventuell welche verschwenden. So, wir finden eine Oase. Und da können wir jetzt verschiedene Dinge tun. Die anderen füllen ihre Ressourcen auf. Kiwi hat verschiedene Optionen. Ja, Kiwi geht mal fischen. Haufenweise Kram und vor allen Dingen auch haufenweise Supplies. Und die anderen haben auch nochmal zwei Supplies gefunden. Ja, ich glaube, ne? Das passt schon. So, hier gibt es viele kleine Häuser in Ruinen mitten in der Wüste. Wir untersuchen die, aber nichts Wertvolles gefunden, bis Philipp eine Kellertür findet. Und wir gehen hin und gehen die Stufen runter und Kiwi hält eine Kerze, eine Fackel, Mensch. Und wir wollen, was wir finden, ist ein alter Mumifizierungsraum. Wir suchen mal nach wertvollen Dingen. Wir suchen nach etwas von Wert, eine Menge Mumifizierungswerkzeuge, Leinen und Töpfe. Und urplötzlich hören wir ein Stöhnen aus einer dunklen Ecke und da kommt ein Haufen Mumien mit Liebe. Was? Die Mumien mit Liebe. Na gut. Oha. Mhm. Das ist hier ein tatsächlich sehr interessanter Encounter. Denn der ermöglicht es das erste Mal tatsächlich, dass da wird dieses etwas normalerweise etwas unsortierte Hexfeld aufgelöst in ein eckiges Hexfeld. Wie auch immer. Und da hat man halt nicht mehr 6 Leute um sich rum, sondern nur 2. So, hier nehmen wir das gerne in Kauf, dass wir brutal sind. Trotzdem kann Kiwi mit Loudmouth arbeiten. Und Philipp macht mal den hier. So. Sehr, sehr gut ist das alles gerade nicht. Oh. Sind sie auf Hostile gewechselt und Kiwi, die sind relativ stark, die Mumien, und 4 von denen sind mega gefährlich eigentlich. Was wir auch jetzt relativ schnell sehen werden, ja. Du weich doch mal aus, Molly, Schatz. Oder Kiwi mit ihren 50.000 Grit. So, schaffen wir diese Mumie hier? Ja, sehr gut. Kiwi ist die bessere Sprecherin als Angreiferin und das gibt ihr vor allen Dingen Grit, wenn sie das benutzt. Das macht seltsame Sachen mit ihrer Lebensanzeige, ist aber nicht weiter tragisch. Macht das mal so. Denn dann kann die gute Molly da nächste Runde so richtig loslegen. Und jetzt werde ich mal den Heal von... Oh, fuck, macht der wenig. Da hatte ich deutlich mehr erwartet. Das ist nicht so gut. Ausweichen. Oder auch nicht. Ich sag ja, diese Mumien sind mega gefährlich. Und ich muss dringend beim nächsten... Oh, Kacke. Ich muss dringend beim nächsten... Shit. Beim nächsten Mal in der Explorer Society dafür sorgen. Ach du Scheiße. Hoffentlich reicht das. Bitte lass das reichen. Gib mir ein bisschen Luck. Nein, ah, nicht. Shit. Ich sag ja, diese Mumien sind echt gut. Das könnte das Ende unserer Aufnahmesession sein. Die sind, glaube ich, auch immun gegen Terrify. Wenn ich mich nicht irre. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie was erreiche, wenn ich Kiwi wieder aufstelle. Also ich kann einen sowieso umboxen. Kiwi könnte... Ah, dafür ist sie zu weit schon im Minus. Ich war gerade überlegen, ob sie ihre Leiste wiederherstellen kann mit Confident machen. Aber das funktioniert auch nicht.
33 Attack, 26 Attack. Schaffst du den da oben? Nee. Nee, 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 nee und nee. Aber arbeite dran, dass du ihn nächste Runde schaffen würdest. Dann kann ich mit Molly hier hingehen und den da wegmachen. Diese Mumien sind mega gefährlich. Das könnte tatsächlich sehr, sehr gefährlich werden, was wir diese Mission treiben. Denn ich sehe jetzt schon, dass wir gleich eine blinkende Resolve-Bar haben. Und zwar jetzt. Und die könnte auch gleich schon vorbei sein, wenn ich jetzt nicht irgendwas Kluges mache. Ich kann jetzt entweder Philipp heilen, aber das wird wahrscheinlich nicht genug sein. Nee, der wird so oder so umfallen. Dann mache ich lieber die Mumie hier oben weg und hoffe, dass sie Philipp nicht angreifen. Was anderes bleibt mir gerade nicht übrig. Das sieht gut aus. Es sieht noch nicht so gut aus, als dass wir damit jetzt die Situation gerettet hätten, aber ja, machst du mal, danke. Das hat irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber okay. Dann kannst du den hier enragen, damit kriegst du nämlich auch wieder extra Grit. Und senkst seine Defense. Und dann kannst du hier nochmal den hier rausholen. Das reicht zwar nicht, aber ich hoffe, dass er Kiwi nicht töten oder treffen kann. Ah, er haut sowieso Molly. Das ist insofern gefährlich, weil, wie ihr jetzt seht, unsere Resolve-Anzeige um links blinkt die ganze Zeit sehr gefährlich. Und der Endkampf dieses Abenteuers ist auch nicht ohne. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Die Mumien versuchen nicht mehr uns zu umarmen und lassen uns in Ruhe. Und wir finden noch einige Mumifizierungswerkzeuge. So, Molly leveln, Athlet. Wir gehen mal hier. Ich muss mal eben kurz nach der nächsten Oase gucken. Da, oh, die ist weit weg. Wir gehen mal erstmal Platz- und energiesparend hier hin. Ah, normalerweise wollen wir im Schatten warten und einige Supplies verbrauchen, aber Kiwi hat Survival Skills und kann es ohne. Gehen erstmal hier hin. Oh, nice. Irgendein Mega-Event. Ich weiß gerade gar nicht, was das ist. Und nochmal Survival ist sehr gut. Sehr gut. Gehen wir hier hin. Guck mal. Großartig, wir haben den Tempel von Thoth gefunden. Es gibt viele, werden sich viele Geschichten von Explorern erzählt, die diesen Tempel entdecken wollten, aber es wurde nie wieder von ihm gehört. Wir versuchen unser Glück. Der Tempel ist eine großartige Sehenswürdigkeit. Wir bewegen uns durch eine Halle, wo wir einige Menschenknochen finden, die herumliegen. Das erinnert uns daran, dass es hier gar nicht ungefährlich ist. Kiwi ist unaufmerksam, als wir ein Klickgeräusch hören. Eine Falle! Kiwi wird von einem fliegenden Pfeil getroffen. Es ist eine relativ gut gemachte Falle. Da einigen sich eigentlich alle drauf, außer Kiwi, die der Meinung ist, dass das ein unvergleichbares Meisterstück ist. Ja, minus 10 Armor oder minus 10 Speech Defense. Beides kacke. Aber da Kiwi über Grit arbeitet, hoffe ich, dass das nicht ganz so schlimm ist. Nach dem Treffen mit der uralten Falle können wir weiter durch die Halle gehen. Wir finden die Kammer der Wahl. Wir können uns zwischen drei Statuen entscheiden. Einem goldenen Schakal, einem Menschen aus Jade und einem, was immer ein Ibis ist, aus Lapis Lazuli. Die Crew untersucht den Raum weiter. Kiwi liest etwas auf der Mauer. Die Hieroglyphen sagen, mach deine Wahl oder triff deine Wahl. Reichtum, Ruhm oder Wissen. Muss irgendwas mit den Statuen zu tun haben? Was wählt die Crew? Ich habe leider zwar das letzte Mal, weil ich hier war, schon mal Fame gewählt und weiß, was da rauskommt, aber es ist genau das, was wir derzeit brauchen. Das Team entscheidet sich, sich für Ruhm zu entscheiden und nimmt deswegen den Jademenschen. Die Wände drehen sich und Hieroglyphen zeigen unendlich viele
Aufzeichnungen von Liebhabern der Pharaonen, Assassinen und irgendwelchen illegal gezeugten Söhnen. Eine ganz große Menge an tollen Secrets. Schade ist es, dass ich jetzt den Schatz nochmal kriege, den ich schon mal hatte.